das Sonnenbrille vergessen. So sonnig ist das hier. Irgendwo, keine Ahnung, wo wir überhaupt eigentlich sind. Zwischen Bergen und Stavanger im weitesten Sinne sind wir hier. Genau, zwischen der einen Fähre und der anderen Fähre und kurz vor der anderen Fähre. So könnte man das ausdrücken, jetzt Richtung Stavanger. Also mit anderen Worten, wir haben keinen Plan. Irgendwas wo wir mit sind. V, glaube ich, hieß das hier. Forthwick? Bocken. B-O-K-N. Auf den Bocken? Bocken. Ich weiß nicht, ob so ausgesprochen wird. Oder Bocken. Wie auch aus immer. Bocken, das ist die Insel auf jeden Fall. Genau. Wir sind endlich auf einer Insel angekommen, wollten wir ja schon immer mal sein. Jetzt sind wir es endlich. Und ja, wir haben eine wunderbare Aussicht, haben sehr gut geschlafen, wirklich hier total ruhig der Platz. Und deshalb unsere Bitte, weil ihr wisst ja, unten in der Videobeschreibung sind immer die Links. Wenn ihr, am besten kommt ihr von Bergen Richtung, aus der Richtung, Richtung Stavanger, dann fahrt ihr nämlich über eine Brücke, dann seht ihr den Platz schon. Steht da ein Wohnmobil, fahrt bitte weiter. Macht hier keinen riesen Campingplatz, also es ist eigentlich nur ein Picknickplatz und damit dieser erhalten bleibt, liegt es an euch, dass er erhalten bleibt. Genau. Was wir hier nämlich auch schön gesehen haben, waren Wildgänse, die schwimmen jetzt gerade noch wieder auf dem See. Wir blenden euch da mal ein paar Fotos ein. Genau, da gibt es Schafe, Zusammenschnitt. Mäh. Genau. Und es ist so toll hier, das Wasser, okay, reinspringen kann man nicht, weil es mit ganz vielen Pflanzen. Steinen und genau. Aber es ist Fische, große Fische. Genau. Klar auf jeden Fall das Wasser hier. So, jetzt gibt es einen Schwenk durch Stefans Jugend und dann fahren wir los. Genau. Außer Bärbel fährt hier noch hin. Schauen dann wir mal. Dann fahren wir nicht mehr los. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Ja, das versteht man eh nicht. Also wenn es in Englisch kommt, dann versteht man das, aber da gibt es meistens um Safety Instruction. Genau. Also von daher. Und das wissen wir schon. Was war das? 6 kurze, ein langer Ton, ne? Ne, 7 kurze, glaube ich. Und dann ein langer Ton. Und dann müssen wir auf jeden Fall vom Bord. Ja, dann müssen wir auf das Personal hören, das sagt sagen. Das war richtig gut gerade. Wir haben richtig Glück gehabt, ne? Ihr habt es gesehen, wir kamen gerade an und da kam auch die Fähre. Ideale Wahl. Ist unsere letzte Fährfahrt auf jeden Fall. Das heißt, wir können in Dänemark auf jeden Fall einen Schlussstrich ziehen und mal gucken, was hat das alles gekostet. Wir wissen auf jeden Fall, wir kommen mit Guthaben wieder zurück. Auf jeden Fall, da ist eine Menge Guthaben dabei. Ja, und jetzt nochmal einen kurzen Schwenk, damit ihr das auch seht, und dann melden wir uns auf jeden Fall aus Stavanger wieder. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Ooh. Ooh. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life.
angekommen sind wir in Stavanger. Nach einer Gurkerei. Die haben wir aber euch erspart. Erspart, muss genau. Ich jetzt nicht mit sehen. Ja, das ist wieder typisch Navi, sagt E39, aber gleichzeitig will es abbiegen. Und wo aber nicht E39 weitergeht, aber genau, egal. Also, wir haben immer wieder dieselben Schwierigkeiten. Glaub, kennt ihr ja auch. Und also, dann Sackgasse. Also ist auch gut da zu landen, aber man kommt dann halt da nicht weiter. Interessant war ja, dass das Navi dann auf einmal dann die richtige Route hat. Ja, stimmt. Als ich dann einfach irgendwie anders gefahren bin, wieder also, zurückgefahren bin, hat es die richtige Route gegeben. Ah, komisch. Aber so sind unsere Navis. Sie verarschen einen von vorne bis hinten. Genau, aber trotzdem möchte man nicht missen, die nicht zu haben, ne? Ja, sonst wäre es noch schwieriger, weil dann würden wir ganz komisch fahren. Auf jeden Fall sind wir jetzt angekommen. Der Parkplatz ist an einem Friedhof und an einem Stadion. Ist natürlich unten verlinkt, wie immer. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen dieses Städtchen an, damit wir auch mal wieder ein bisschen was laufen. Ich glaube, das können wir nämlich jetzt für uns behaupten. In diesem Urlaub ist der, wo wir am wenigsten uns bewegt haben, obwohl wir viele, viele Kilometer gemacht haben. Ja, das ist so. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal, was es jetzt hier so ergibt. So genau wissen wir es ja auch noch nicht. Also erstmal. Ich weiß nur, dass die Iona, die, wo wir im Geiranger waren, da war die in Helleso, die ist auf jeden Fall im Hafen. Die habe ich auch schon entdeckt, das Schiffchen. Und mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Aber den Rest werden wir herausfinden. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been. Lauf doch mit der Kamera, Mann. Mit der Kamera nicht weg, wenn wir hier aufnehmen wollen. Ich muss doch Start drücken. Ach so. So, wir waren wieder in einem Souvenirshop. Nix gekauft. Gott sei Dank. Ich suche eigentlich immer noch nach einer Flagge. Ja, aber einer großen. Also kleine gibt es hier ja so wie Sand am Meer, aber ja, eine große, richtig schöne große Flagge will ich haben und hier wird nicht. Oder so eine spitze Flagge, ne? Die typische Norwegen-Flagge. Nee, ich würde ja gerne so eine schöne große. Ich sehe ja schon, komm, ich werde sie bei Amazon bestellen, damit ich dann eine habe. Ja. Original dann wahrscheinlich aus China. Das kann sein. Wie alle Flaggen hierher kommen. Genau. Auf jeden Fall laufen wir jetzt hier durch die, ich würde sagen, modernere Altstadt. Wir wissen nichts. Ja. Deshalb können wir viel Blödsinn erzählen, aber das ist nicht schlimm, weil. Aber wir blenden Bilder ein. Genau, das tun wir auf jeden Fall. Und jetzt laufen wir noch ein bisschen hier durch das sehr britische Stavanger. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. Fast 4 Kilometer sind wir heute gelaufen. Mal wieder ein bisschen eine Tour gemacht, damit man was hat. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere Bild genossen, was wir aus Stavanger gesehen haben. Sind zum ersten Mal da und sollten wir tatsächlich nächstes Jahr mit dem Kreuzfahrtschiff hier kommen, freuen wir uns auf eine Tour. Ja, eine geführte Tour, damit man ein bisschen was erfährt, weil das haben wir jetzt gar nicht. Wir haben einfach blindlings sind wir gelaufen. Aber es ist sehr schön hier, ne? Genau. Happy Pride Month. Also auch hier wird natürlich unsere Community gefeiert. Finde ich sehr, sehr schön, das immer wieder zu lesen. So, jetzt heißt es Brot, Kekse, Knäckebrot, Tee. Das ist jetzt das Ziel. Und dann werden wir uns einen Platz suchen. Wir werden nicht die E39 bis Kristiansand fahren, sondern wir werden jetzt einen kleinen Biegel ab ans Meer, weil wenn wir schon hier an der Nordsee, hier kann man wieder Nordsee eigentlich sagen, ja. Wenn wir schon da sind, dann wollen wir uns das auch anschauen. So, und jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Thank you.
angekommen sind wir auf einem der schrägsten Plätze, die wir überhaupt kennen. Ja, aber es ging alles. Aber die Aussicht, sagen wir euch. Wir werden euch eben mal ein Foto hier einblenden, damit ihr seht, wo wir denn hier stehen und was für eine tolle Aussicht wir haben. Aus unserem Auto raus. Auf jeden Fall hammermäßig. Also noch einmal ein ganz anderes Norwegen, wie wir jetzt die ganzen Tage schon hatten. Strahlender Sonnenschein auf jeden Fall. Für heute noch angesagt. Deshalb nutzen wir das heute aus. Es wird auch nochmal gegrillt. Aber gerade etwas windig, daher die Aufnahme von drin, das draußen. Nein, das machen wir nicht. Wir haben daraus gelernt, dass wir sagen, wir wollen ja euch ein bisschen Ton auch bieten. Und jetzt bieten wir euch Bilder mit Musik. Und schon sitzen wir wieder drinnen, obwohl wir noch draußen theoretisch sitzen würden. Aber jetzt heißt es hier machen, machen und noch mehr machen. Und jetzt kommt noch einer, der will bestimmt wieder irgendeine Frage stellen hier. Mal sehen, welche Frage gestellt wird. Wollen wir draußen essen? Ich würde sagen, wir essen draußen. Jo. Jo. Gut. Machen wir. Okay. Ist Untergeschirr. Aber eure Biergläser. Genau. Dann wäre das jetzt auch gibt's eine Mischung. Geklärt, wer wie was hier macht. Auf jeden Fall, Stefan bereitet jetzt das Filet vor. Ja. Sieht eher nach Schnitzelfleisch aus als nach Filet. Naja. Aber sieht lieber so aussehen und schmecken, als immer so saftig rot und dann vertragen wir es nicht. Ne? Also eins kann ich sagen, das Fleisch und die ganzen Lebensmittel hier sind bombastisch gut. Nämlich 3000 Mal besser als in Deutschland. Teuer, aber gut. So, und jetzt bereiten wir alles vor und dann melden wir uns wahrscheinlich, hopp, ihr seid runtergefallen. Ja, irgendwann melden wir uns nochmal. 21.15 Uhr. Und wir sind mal wieder am Rendern, Rendern und Rendern. Also eben gerade alles fertig gemacht. Stefan hat gerade so die ganzen Szenen fertig gemacht, hat seinen Anschiss abbekommen. Wieder mal aus der Regie. Aber komischerweise im Groben macht er das. Dann sagt er mal, er kann das nicht, ist zu schwer. Und dann in der nächsten Szene macht er wieder das, was er machen sollte. Also der ist echt, naja, ich kenne ja meine Ehemännchen. Ja, ja, ich auch. Auf jeden Fall, tolles Video, was ihr ja schon wieder gesehen habt. Also wenn ich mir überlege, wir sind ja stark im Vollzug theoretisch, weil... Mittlerweile schon. Am Anfang waren wir sehr aktuell. Ja, aber wenn wir uns auch die Tage anschauen, Leute, wir können auch nicht 5 Videos in der Woche rausbringen. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen noch ein bisschen Zeitlauf haben. Und wir wollen auch noch ein bisschen Urlaub auch noch haben. Genau. Und den haben wir heute auf jeden Fall hier genossen, in der Nähe von, wir wissen immer noch gar nicht, wie der Ort hier eigentlich heißt, es ist irgendwie in der Nähe von einem Strand auf jeden Fall, da waren die heute tatsächlich im Wasser. Also mein Handy sagt Egersund, ja, da wenn man das richtig ausspricht. Da in der Gegend sind wir auf jeden Fall. Morgen geht es dann Richtung Kristiansand, da müssen wir auf jeden Fall wieder entsorgen. Ja. Und dann schauen wir mal, ob die Plätze da sowas wären, wie wir uns vorstellen. Nochmal zum letzten Mal einkaufen, zum letzten Mal Fisch einkaufen, den guten norwegischen Fisch. Wir wollen nochmal Fisch essen, haben wir gesagt. Also du ja nicht, aber ich bin raus. Ich habe drei Wochen gab es dreimal für mich Fisch. Das ist dann mindestens zweimal mehr, als ich normalerweise esse. Ja. Dementsprechend, aber euch gönne ich das. Ich kann es nachvollziehen. Also ich esse den Fisch ja auch. Also das hat ja dann schon was zu bedeuten. Der Fisch ist hier wirklich gut. Ja, und ich muss noch viele, viele Gummibärchen, weil ihr seht hier, meine Gummibärchen sind hier leer.
Sag die mal, das ist ungesund, aber das, da kann man ja reden, was da, man da will. Da könnt ihr tausendmal sagen, ungesund. Ganz im Gegenteil, ihr könnt mir das gerne schicken. Adresse ist auf unserer Website eingeblendet. Ja, ja, von wegen. Weil ich finde das gut, die gibt es auch in Dänemark, aber ich kaufe sie jetzt nochmal ein paar in Norwegen. Ich werde auch nochmal 2 Chipstüten kaufen, weil die gibt es nur hier, die sind lecker. Und warum sollte man das nicht mitnehmen? Die halten sich doch. Okay, die Gummibärchen nicht, aber die Chips. Ja, ja, von wegen. Die sind schneller weg, als man gucken kann. Ja, so eine Tüte. Mein Gott, das sind 160 Gramm. Naja, eben. Purer Zucker. Macht mich glücklich. Aber ungesund. Macht mich glücklich. Macht dich trotzdem ungesund. Macht mich glücklich. Ja, ja. Also, in diesem Sinne, es bleibt noch weiter gespannt, was wir... Auch noch sagen, wir wissen noch nicht, wie Dänemark wird. Das Wetter schwingt gerade um. Wir sehen hier gerade Sonnenschein und die dicken Wolken, ja, über die Nordsee kommen. Es kann sein, dass wir Dänemark videotechnisch auslassen. Ja, wenn es kein schönes Wetter ist, dann macht das für uns keinen Spaß, macht das für euch keinen Spaß. Es macht auch keinen Spaß, die Szenen dann zu sehen. Weil wir ja auch nicht so viel erleben können. Das ist einfach. Und wir wissen einfach nicht, was wir erleben. Das ist das Hauptproblem. Dann ist es besser, wir fahren in Ruhe durch und runter und genießen noch Deutschland irgendwas. Genau, aber dann ist die unterwegs in Skandinavien einfach mal vorbei. Ja. Kann passieren, wissen wir noch nicht. Mal gucken. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. In diesem Sinne, gute Nacht und ja, bis morgen. Bis morgen. Als wenn nichts gewesen wäre, sitzen wir immer noch hier. Ein bisschen haben wir versucht zu schlafen. Hier sehr schräg der Platz, das muss man wirklich sagen. 200 norwegische Kronen. Pi mal Daumen 20 Euro, da kannst du auch selbst hier einen Euro bezahlen, das geht auch. Wahrscheinlich, weil man doch sehr dicht hier an der Küste ist. Theoretisch könnten wir schon rüberspucken, dann wären wir ja schon in Dänemark. Soweit ist es gar nicht von hier so weit entfernt. Ja, aber noch ist es nicht so weit. Wir haben noch einen Tag hier in Norwegen und dann geht's nach Dänemark. Genau, also heute wollen wir Richtung Kristiansand, denn da wird unsere Norwegen-Reise beendet werden in Kristiansand, weil wir da die Kristiansand-Hörteils von der Color Line machen. Genau. Ist auch ein gutes Sümpchen, mein lieber Schwan, die nehmen es wieder von den Lebendigen. Aber wir haben einfach mal durchgerechnet, was würde es kosten, über Oslo zu fahren und dann über die Brücken wieder. Da wären wir bei plus minus null, außer dass wir Zeit und viele, viele Kilometer schrubben müssen. Und das kann man sich einfach sparen. Ja, da sind wir gespannt, wie das Wetter heute wird. Es soll regnen, so viel wurde angesagt. Ja, noch stüppelt es, wenn dann nur mal ab und zu so leicht, also regnen tut es im Moment noch nicht, aber es wird nachher sicherlich kommen. Ja, woran liegt das? Wir haben natürlich unter www.kreuzfahrtcamper.de/Sonnenscheinbestellung haben wir... Reservierung. Oder Sonnenreservierung, es gibt 2 Webseiten. Aha. Ich habe mitgedacht. Auf jeden Fall ist gerade nicht verfügbar, der Sonnenschein. Dementsprechend konnten wir auch gerade nicht buchen. Aber es kommt wieder rein, haben wir gehört. Also wenn ihr euch reservieren wollt, geht einfach auf die Seite. Dann könnt ihr auch Sonnenschein reservieren. So, und jetzt wollen wir los, bevor der hier irgendein Blödsinn wieder erzählt, dass das alles nicht stimmt. Doch, das stimmt schon. Glaubt mir. Das war es nun. Letztes Mal einkaufen in Norwegen, zumindest beim Rema 1000. Was wir in Kristiansand machen, wissen wir ja noch gar nicht. Nö, mal gucken. Wobei wir wahrscheinlich beim Regenwetter nicht viel machen werden. Es war so schön, wir sind durch den Tunnel gekommen und einmal... Oh, Kanusche, aber richtig. Ja. Ich habe natürlich einfach gesagt, drehen, nochmal zurück. Das war schöner. Aber so passiert das manchmal hier in Norwegen. Da fährst du durch den Tunnel, ist aber in Österreich nicht anders. Ne? Fährst du durch den Tunnel, auf einmal ganz anderes Wetter. Wir wussten, dass es regnet, ist aber nicht schlimm. Ich habe mich auf jeden Fall vorbereitet für die nächsten Wochen, die wir dann nicht mehr in Norwegen sind. Er hat sich wieder eingedeckt. Ich habe mir so ein paar Tüten hier, damit ihr das mal seht. Das sind richtig leckere Gummibärchen. Und auch gar nicht mal sehr, sehr, sehr teuer. Ist auf jeden Fall noch bezahlbar, das stimmt. Das muss ich ihm lassen. Naja, bezahlbar. Ich guck mal nach. 2 Euro und ein bisschen, glaube ich, kostet eine. 23,90. Das ist so ungefähr 2,20. Wobei, ganz ehrlich, bezahlst du heutzutage in Deutschland auch schon teilweise für eine Gummibärchen. Ja. Aber die musste einfach sein, weil ich krieg sie erst irgendwann mal, wenn wir wieder in Dänemark sind. Und apropos Dänemark, ist wirklich momentan so ein eher in die Richtung, dass wir Dänemark nicht viel machen werden. Da fahren wir dann lieber noch mal eine Woche hin, wenn es mal passt. Und wenn wir wissen, da ist gutes Wetter, weil im Regen haben wir eigentlich auch keine Lust zu. Nee, dann werden wir wahrscheinlich eher Richtung Deutschland fahren, da ist ein bisschen besser das Wetter. Ja, auch nicht so viel, aber wir haben dann noch, es reicht dann irgendwann aus. 3 Wochen, dann haben wir 3 Wochen
einen Urlaub gehabt in Skandinavien und dann für uns noch mal ein bisschen runterkommen, denn ja, etwa auch anstrengend der Urlaub. Du musst ja zugehen. Du hattest einen richtig anstrengenden Urlaub. Ja. Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber jetzt fahren wir erstmal los Richtung Kristiansand. Genau. Unser Kackgärtner. Ja, wir müssen auch nochmal entsorgen, genau. Da melden wir uns mal wieder. Ich weiß gar nicht, warum wir uns das letzte Mal gemeldet haben. Irgendwann haben wir ein bisschen Verzug, aber wir sind auf jeden Fall noch in Kristiansand. Die Sonne ist rausgekommen, ganz anders als versprochen. Erstmal gab es Fisch für euch und Bratwurst für mich. Das blenden wir euch gerade mal ein. Und ja, danach hat Stefan und der Bärbel, meine Schwiegermama, nochmal Lust spazieren zu gehen. Ich habe mich hier herangesetzt und habe den Teil mit den Schneelandschaften in Norwegen schon mal fertig gemacht. Mhm. Weil wir hängen ein bisschen hinterher. Ich würde sagen, so 3 Folgen hängen wir gerade zurück. Aber das ist auch nicht schlimm, weil wir haben noch ein bisschen was. Habe auch so ein bisschen entschieden, so ab den 9. Teil ein bisschen kürzer zu fassen, das was nötig ist, und dann ist das so. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die Bilder, die dann noch so kommen. Also da kommen noch Hammerbilder nach der, wir waren in der Stabkirche, waren wir ja unterwegs. Das war schön. Und da kommt noch etwas, auch danach noch, wir haben schöne Plätze ja noch gehabt, wirklich tolle Plätze. Mhm. Und wir haben den Süden Norwegens dann doch ein bisschen für uns kennengelernt und gesagt, wow. Einerseits, du sagst ja immer, wir haben uns verfahren, ne? Wir waren irgendwie England? Ja, das war hier sehr englisch. Also ich kenne England halt auch, also gerade Cornwall und so weiter. Und da muss ich doch sagen, das kommt dem sehr nahe teils. Also auch diese Felder, die alle abgesteckt sind mit diesen Steinmauern und so weiter. Also das ist schon Stonewalls. Also das ist schon eine coole Sache. Schon beeindruckend. Leider Gottes ist eine Aufnahme nichts geworden. Wir haben gedacht, wir können sie heute nochmal drehen, aber dann kamen diese Bilder leider nicht mehr zustande. Also ja, ab und zu muss man halt aufpassen, was man da eingibt. Ist nun mal so nicht zu ändern. Auf jeden Fall haben wir richtig schöne Sachen gesehen. Das könnte man sich vielleicht irgendwann noch mal vorstellen, vielleicht ein bisschen länger hier so den Süden zu erkunden. Viele fahren ja von euch nur in den Süden. Ja. Haben wir immer außen vor gelassen. Jetzt hätten wir mal einen Grund, tatsächlich da mal vielleicht eine Woche mit einer Woche Dänemark. Ja. Aber da muss man gucken, weil die Fairpreise, die wir da haben, sind hier doch schon ein bisschen... Die sind nicht so immer ganz so fair, finde ich. Nee, das hat nichts mit Fairpreisen zu tun. Nee. Das sind fairen Preisen. So besser? Besser. Ach Gott, ist das ein Klickscheißer. Auf jeden Fall, ihr seid hier noch spazieren gegangen. Ja, hast du schon gesagt? Schöne Bilder noch entstanden. Können wir euch auch ein bisschen was von gleich noch einblenden. Das kommt dann gleich als nächstes, so ein paar Szenen. Genau. Und jetzt heißt es abwarten, denn wir wollen ja von hier aus dann Richtung Hürthals. Das ist der Plan und deshalb werden wir uns wahrscheinlich erst morgen früh wieder melden. Und zwar ganz früh. Ganz früh, die Fähre geht um 8, wir müssen also um 7 da sein, das heißt 6.30 Uhr geht es für uns los, das heißt um 6 Uhr aufstehen. Jo. Ach, schon wieder so früh. Und das im Urlaub und das beim Bergfest, aber wir wollen ja die Fähre machen, sodass wir 11.15 Uhr in Dänemark sind. Dann hat uns das europäische Festland wieder. Naja, ich wollte gerade sagen. Ist immer Festland, aber irgendwie ist da Wasser dazwischen. Deswegen ist das gut. Ist das großes. Und jetzt melden wir uns morgen wieder. Ich esse jetzt meine Gummibärchen. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel cool when you're around, like nothing can bring. Guten Morgen! Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es 6.22 Uhr und gestern standen wir auf dem Parkplatz, stehen wir auf einem Wohnmobilistenplatz. Ich wollte gerade sagen, gestern war er noch leer und plötzlich mit der Spätfähre, ich weiß nicht wann, um 12 oder sonst wo, also auf jeden Fall war es schon dunkel, klapper, 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 klapper. Ich dachte mir so, was ist denn da draußen los? Regen dazu, naja, okay. Heute Morgen Fenster auf, etwas voll geworden. Ja,
Also man merkt schon, dieser Platz, der bei Park von Leitz ist, er ist auch unten in der Videobeschreibung drin, auch für euch. Er ist dann wirklich schon ideal gelegen. Das muss man sagen. Ist er kostenlos, du kannst hier kurz dich ausruhen und dann kannst du von hier aus starten in deine Norwegen-Tour oder wie wir es machen. Sie beenden. Sie beenden. Ja, wir fahren jetzt zur Color Line. Mit der Speed Line 1 fahren wir nämlich rüber nach Hürthals. 3 Stunden 15 und wir nehmen euch zumindest mit, weil es hat jetzt aufgehört zu regnen. Das heißt, wir können euch theoretisch, wenn wir nichts vergessen, die Auffahrt auf die Fähre zeigen. Genau. Abmachen.